Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich auch. Dankeschön. Mir suchen Sie jetzt einen neuen Auftrag aus und sind wir die Qual der Wahl wahrscheinlich. Schwupp. Ganz weit oben. Oder wir machen die Blutlinie weiter. Wir könnten erstmal die Hauptbestie weiterspielen. Und dann noch mit Sebastian reden. Dann anschließend. Und mal gucken, was wir hier noch haben. Jawohl, wir haben noch was zum Identifizieren. Dann schauen wir noch mal schnell, ob wir sie noch verbessern können. Ah. Nein. Natürlich nicht. Ich glaube, das meiste können wir getrost verkaufen, wenn wir einen Händler finden. Na, das da für den nächsten Level. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die finden. Das ist aber weit weg. Ach, beim ganz anderen Schloss ist das. Ich dachte, es wäre hier. Tja, ist aber kein Thema. Da können wir hinreisen. Wieder mal auf Abenteuertour? So, die muss ja hier schon irgendwas sein. Beziehungsweise wir warten auf die. Eigentlich soll sie ja andersrum sein, sie soll ja auf uns warten. Okay. Hier drüben. Leise. Geräusch aufgebracht, sorry. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Mhm. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Erklimme die Festungsmauer. Natürlich werden wir nicht... Ich darf. Natürlich werden wir klettern, weil wir dürfen den Besen nicht benutzen. Weißt du, wenn ich das mir nicht sammeln dürfen? Diese wackelige Wand soll mir hoch. Warum dürfen wir hier den Besen nicht benutzen? Was das wohl ist? Na, das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft. Dann halt so. Das hat geklappt.
Was wie? Gepulsum. Accio. Ingardium Leviosa. Okay, dann haben wir nochmal was entdeckt. Das ist aber jetzt eine Zinder-Sache. Wir müssen ja hier hoch. Wie ist das, wenn ich da... Sondermist. Ich dachte hier so und ein bisschen abscheißen und nichts ist, ne? Da ist was zum Klettern, da haben wir es doch. So. Komm hier, hier. Ligadium Leviosa. Leviosa. Okay. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Was wir denn reisen müssen? Ich kann den nicht zaubern, oder? Das ist toll. Ich kann in gebückter Haltung nicht zaubern. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Akio. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Depulso! Okay, ah ja, okay. Akio. Gut gemacht, ich bin gleich da. Du hättest aber auch schnell durchlaufen können, ne? Ich wusste, du schaffst das. Da lang, ich übernehme die Tür. Hallo, Homori. Tja, und weg war das Schloss. Also, bloß ein Koffer. Aber hier liegt was. Sammeln. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss. Aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in der Luft liegt, schwöre ich, es ist euer Ende. Tja. Revelio. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Was zum Teufel? Haltet das Vieh fest! Ui. Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Was? Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Klar. Wir haben Besen, wir können zaubern, wir können fliegen. Aber wir müssen Assassin's Creed hier spielen. Revelio. Ich hoffe, Nati hält sich aus Ärger raus. Klar, klar tut sie das. Okay, hier gibt's schon mal einen Geldsack. Moment. Was ist das da? Lass mich raus. Die müssen wir bestimmt runterschubsen. Weil, aus Gründen. Ja, jetzt liegt er da unten. Keiner weiß warum.
weil wir da hoch müssen. Ist klar. Akio! Wingardium Leviosa! Eigentlich war das nicht so gedacht. Akio! Wingardium Leviosa! So, den lassen wir mal so stehen. Hier gibt's nichts mehr, ne? Okay. Dann lassen wir ihn nicht so stehen. Mach mal einmal hin. Nicht gerade der sicherste Ort. Naja, war nicht elegant, aber. Da hat mich nicht gesehen. Wo waren nochmal Felicus Totalus? Und tschüss. Revelio. Vielleicht können wir die ein bisschen lautlos ausschalten. Hat keiner mitgekriegt, oder? Predicus Totalus! Ich wäre fast runtergeflogen. Oh, das wird unterhaltsam. Hat er mich gesehen? Nee, aber der steht da. Vielleicht kann ich den alle killen. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt. Hoffe, du bist ein Tier. Montego, Confringo. Lass mal knacken. Und fehlt die Frechheit bis zum Hühnchen. Ab, ab. Auf zum Kentucky. Hopp. Mach da Beine, du. Alohomora. Okay, was haben wir denn hier? Da kann man hoch. Revelio. Bisschen Kohle nehmen wir mit. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Bestimmt nicht. Alohomora. Gucken, was wir hier haben. Mit 15 Kröten. Ne, da gibt's noch Drogen. Revelio. Na, gibt's hier noch mehr? Ist er leider? Oben ist aber nichts. Nach Hause! Levioso! Diesen Kampf überlebst du nicht! Das hat der letzte Jahr gesagt und ist draufgegangen. Du wirst etwas schneller! Levioso! Ich bin nicht so mächtig! Was hast du jetzt gesagt? Nicht ins Gesicht, oder was? Oh, ich bin voll. Alles voll, alles voll. Revelio. Eigentlich wollte ich gucken, ob da oben was ist, aber ja, da ist was. Aber wegen zwei Goldsäckchen, weiß ich nicht. Alohomora. Revelio.
Oh nein, Deke hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Und schwupp. Einer reicht, weil wir haben schon einen. Lieferung 4 Joggerknolle, Vorsicht. Dreimal Kniesel, schlauer und gemeiner als sie aussehen, Vorsicht vor den Krallen. 5 Lille Riesenkröten, nur mit Handschuhen anfassen. Tistra, ich weiß, dass sie sie sehen können. Hypogreife haben eine Spur, wo man ein Paar bekommt. Phönix, wo? Phönix? Rebellion. Können wir hier einen Phönix einfangen? Das wäre ja schon cool. Aber ich sehe schon, wo es lang geht. Da oben. Wahrscheinlich. Dachte ich. Oder auch nicht. Zauberset bitte mal wechseln. Die 54 Flocken sind wichtig. Revelio. Schließlich braucht man ja Schulgeld. Was ist denn hier? Das Schwupp. Was war denn das? Achso, das hat zum Holz gehört. Revelio. So, da geht's einmal weiter hoch und einmal darüber. Da drüben ist eine Kiste. Deine Ausrüstungsblitze sind voll. Ehrlich. Haben wir irgendwas Billiges dabei? ...32 habe ich da schon. Ist ja so, dass ich offline da ein bisschen was mache, dass ich da mehr sammeln kann. Aber ich sag mal, die billigen, die kann man ja verkaufen. Und natürlich gibt es auch nichts Vernünftiges. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir. Sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden? Der Lügner hat uns unsere Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es ihr versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Nannen, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Händler nach dieser Aktion her. Wolke Schwinge. Da ist er, alles ja. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm schon. Alle Humor. Mach schon! Was für eine Aktion hier! So kann man es auch machen. Erste Mal, dass wir auf ein Reittier fliegen. Ich weiß gar nicht, 25 Stunden spiele ich jetzt, glaube ich, hier. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Wie kann ich an ihm flattern? Oder höher fliegen?
keine Ahnung, wo wir jetzt hinfliegen. Oder sind Ballone? Aber die kann ich natürlich nicht machen. Weil sonst bin ich zu weit von hier weg. Ob man uns wohl vom Stand aus sehen kann? Das ist unglaublich! Wirklich unglaublich, oder? Hat sie doch schon gesagt. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesflug belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwinge. Neuer Gegenstand freigeschaltet. Wahnsinn. Jetzt haben wir auch mal ein Reit hier. Blub, 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 blub. Interessant. Aber ich war weg. Warum dass die so leise ist? Okay. Also ich habe nichts umgestellt, also irgendwie aus irgendeinem Grund sind jetzt gerade so ein wenig zu leise. Aber Kartenkamera ist vielleicht nicht schlecht, aber ich würde vorher einen Abstecher machen, da sind auch noch Quests offen. Und zwar hierher würde ich gehen. Den ganzen Mist auf jeden Fall mal verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen Knete. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Mittlerweile muss es ja auch Herbst sein wegen Halloween. Guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Nee, habe ich nicht. Ich muss ein bisschen den Schotter hier loswerden. Sammelt sich alles so schnell an.
ich bringe das Identifizieren ja auch nichts, ne? Also der ist auf jeden Fall schlechter. Du, den gleich weg. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei. So. Dann müssten wir ja was haben, was besser ist. Das nehmen wir auch gleich. Und dann können wir das andere auch gleich verkaufen. Dann müssen wir wieder genug Platz für alles haben. Wenn man wieder auf Sammeltour gehen kann. Okay. 83 ist doch wesentlich besser. Nee, das hatten wir ja gerade. So. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Gut. Jetzt können wir den Rest dann natürlich auch noch verkaufen. Und dann sind wir leer. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Revelio. Was der so treibt, keine Ahnung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Schmodder hier los. Haben wir hier noch was? Da ist was Neues in Zukunft. 3 Quests. Okay, was haben wir hier? Ein Mann steht hinter den 3 Besern, murmelt, würden versichern, soll ich eingreifen? Schauen wir sich das mal an. Wenn wir hier schon sind. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen. Was ist denn los? Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Na klasse. Ich kann aber jetzt entscheiden sogar. Ich mag's, das ist mir nicht geheuer. Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich 2 Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Ich entscheide mich mal dagegen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Schüler das für Sie tun sollte. Ach, das ist doch nichts. Und er hat es verdient. Glauben Sie mir, Sie werden das im Nu erledigt haben. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Ich werde hier warten. Bringen Sie mir lediglich die Venemosa Tentacula. Ich hab doch eine dabei. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Naja, wir tun immer so, als wenn wir weg wären. So wird Mr. Barnes nur Ärger bekommen. Ich muss ihm auf einem anderen Weg eine Venemosa Tentacula besorgen. Hab ich doch. Hey, guck mal, ich hab's geklaut. Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula.
Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zongbus. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Hm. Wenn der wüsste, dass wir ihn verarscht haben. Okay, wir haben hier noch ein bisschen was. Das können wir auch noch machen. Oh, das ging vorher nicht. Jetzt können wir in den Keller sogar rein. Ich will mal reinschnüffeln. Bin neugierig. Mann, hier könnte aber auch mal wieder geputzt werden. Revelio. Das ist ein Schloss. Huch. Hallo, Homura. Moment, wir schauen uns mal hier noch. Revelio. Okay, er klaut auf jeden Fall nicht. Wobei, das tut er sammeln. Bin ich jetzt komisch. Das hier. Wir hätten hier Spinnen im Keller, ey. Okay, ich sehe es einmal ein, so kleine Spinnchen. Aber solche Riesenträder. Gib mal die Platte. Hör auf. Aua! Renne, du kleiner Mistkäfer, du. Eine Sekunde zu früh. Oh, wir hatten noch alles unter Kontrolle. Okay, den Kohl haben wir auch schon voll jetzt mittlerweile. Vielleicht sollten wir die Sachen auch ab und zu mal einsetzen. Ne? Gibt's denn hier? Alle Raune. Ja, können wir schon richtig gut klauen, möchte ich mal sagen. Oben ist auch noch was, das können wir nicht sammeln. Tja, beim Silber züchten, wenn man es klauen kann, ha? Ins Händchen. Aber gegen die Spinnen würde ich mal was tun. Ganz ehrlich.
Outfit. Okay. Revelio. Okay, die Pflanze ist gar nicht hier. Aber interessanterweise. Moment, da ist doch noch ein Gang oder sowas. Bin ich jetzt erschrocken, ey Mann, das kannst du nicht mehr machen mit mir. Halt, da geht's auch raus. Revelio. Jetzt will ich aber schon wissen, warum kann man das hier nicht sammeln? Akio. Zu irgendeinem Grund geht das nicht. Ehrenhalber lassen wir die halt liegen. Na? Ja, ein Glück gibt es hier kein Moralsystem. So. Da wollten wir hin. Oh, meine Biscuit. Was ist los? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ab. Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Hast vergessen, Grill? Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ja, ich möchte muss offenbar gucken. Nach Norden, um die Wilderer zu finden. Bis weit weg ist... Sind das Schmetterlinge da oben? Oder was soll das sein? Nee, das sind Fledermäuse. Das ist außerhalb, das ist mir fast klar. Aber das gucken wir natürlich auch noch an oder wir nehmen es an. Auf geht's nach Hogsmeade. Hallo. Entschuldige. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter.
Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Was? Was genau sind Bubotubler? Ekelhafte Dinger, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Bäh. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Ugh. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht dreinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild, also wirst du ein wenig suchen müssen. Ja. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Unsere pickeligen Klassenkameraden. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Was gibt's hier? Dünger? Ach, da kaufen wir einen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Keine Ahnung, ob wir den für irgendwas brauchen. Ja, besiegt? Kaum zu glauben. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Aber der NPC war wenigstens einmal ehrlich. Ich hab keinen Bock, das zu holen, magst du. Was für ein Wahnsinn in einem Spiel. So, wir haben jetzt einmal den verbotenen Wald. Und einmal, da haben wir auch noch zwei Quests. Und einmal war doch da oben was anderes. Ah, Moment. Bevor wir da in den verbotenen Wald irgendwas machen, holen wir natürlich das Biskuithörnchen da wieder zurück, oder was das war. Na, Mondkalb war das. Da hinten drin, okay. Dann können wir gleich direkt dahin reisen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Was willst du? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Natürlich. Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Klasse. Das sind dann die ganz Mini-Quests. Was haben wir hier? Schleimiges etwas. Oh, Moment. Garnuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Such die ein bisschen lautlos zu erkennen. Oder kommt der nächste? Hast du recht. Düster trifft es wohl eher, aber du weißt ja, was man sagt. Dunkler Himmel vor dem Sturm. Aber wir hatten unseren Sturm und bald wird der Himmel auf. Kritikus total. Du. Hey, Dude. Ich weiß, du willst nachschauen, wie es deinem Kumpel geht. Und tschüss. Revelio. Sind hier noch mehr? Ganz arschvoll. Vergiss Lügen und Betrügen. Keiner ist mächtiger als die Rockwoods. Wer ist
Hallo. Du hast unser ein Stress hier. Lass dich nur nicht Protego. Was? Er hat sich verwandelt. Das war der letzte Verwandlung, Alter. Ich dachte, ich krieg den lautlos weg. Rebellion. Wo ist denn? Da hinten. Reduktor. Er kämpfte da gegen die Spinnen. Pegasus Totalus. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Okay, man muss doch alle killen. Was haben wir? Was ist da? Hallo? Hallo? Hallo, Homura. Ein Kobold hätte das nie machen können. Das Schloss ist viel zu weit oben. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Und schwupp. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnuff zurück. Habe ich genau das richtig erwischt? Wäre der Hammer. Revelio. Was war denn hier? Ein Schätzelein. So, natürlich werden wir das hier nicht so tun. Wir fliegen da mal ein bisschen mit dem Besen hin. Sieht interessant aus. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Was sieht er denn? Ich weiß, ich muss hier landen. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Tja, keine Ahnung. Dann hätten wir den Auftrag hier auch fertig. Außer das hat jetzt, das ist er nicht, und man muss 12 Mal hin und her reisen. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Garnuff, ich habe Biscuit. Wirklich?
Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihm gut? Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten diese Wilderer sie wohl lebendig gehäutet. Nicht auszudenken. Zum Glück konnten sie sie rechtzeitig retten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. So schön. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Okay. Gab sogar ein bisschen Kohle. Revelio. Finde ich doch nett. Der weiß auch nicht wohin. Oder wieder hoch. Den anderen Auftrag machen wir jetzt erstmal nicht. Wir kehren jetzt erstmal nach Hogwarts zurück. Und zwar gib mir wieder einen Raum der Wünsche. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Genau, da müssen wir ja dann auch noch was machen. Das machen wir dann das nächste Mal. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.